Was machen wir mit Piratenschniedeln? Stark behaarten Piratenschniedeln, riesigen, buschigen Piratenschniedeln, jeden Tag rasieren. Sandweiche Piratenschniedel, nie irrigierte Piratenschniedel, immer spritzbereite Piratenschniedel, rasieren wir jeden Morgen. Es geht einfach nicht mehr, es geht einfach nicht mehr. Ab einem gewissen Punkt sind wir aber auch, man denkt immer, es geht noch nicht weiter ins Minus, aber irgendwie, das ist wie bei so einem Bankkonto, ne? Wenn man denkt, es geht nicht weiter ins Minus, dann zeigt dir aber mal das Finanzamt, wie das geht. Achtung, wir laufen auf! Wie, wir laufen auf? Wir laufen auf! Aber, hä? Wir laufen auf! Moment, die Insel hatten wir aber jetzt. Ja, die hatten wir jetzt. Das ist die Insel, wo wir eben doch standen. Wir müssen hier weg. So, ich paddel mal ein bisschen. Ich lenke ein bisschen. Also, wir wollen nach Balboa und die Mutter töten. Ja gut, soll ich mal die Motoren anwerfen, oder? Mal die oder? Motoren an. Captain Schlongdong. Alle Motoren an! Wir verlassen Motoren. Die Insel! Motoren links, laufen! Motoren rechts! Sprit hängt! Boah, was war das denn? Das war der Superschub, da muss ich nochmal ein bisschen dran ziehen, weißt du? Finger reinstecken und vorne dran rumspielen. Ja gut, aber das wusste ich ja schon, bevor wir hier einsam auf dem Raft waren. So, warte, nee, die Richtung noch ein bisschen. Ja. Und wir sind auf Kurs! So, ich nehme mir mal hier so ein paar Ananas, rohkostmäßig. Aber du weißt, dass wir die hier alle wieder rein... Ja, ja. ...bubbeln müssen, aber wir haben nix Honig. Und ich habe hier neue Stevies. Neue Stevie Nix. Stevie Nix? Oh, hier ein... hin. Hier einmal hin. Da ein. Und ganz da hinten noch. So. Einen Kollegen. Männer! Ihr wisst es. Wir wollen das Muttertier töten. Ihr das kennt den Plan. Ja, ich will die tot sehen, die Alte. Das ist ein Typ, glaube ich. Mama Bär haben wir schon. Nein, das ist doch kein Typ. Hast du nicht diesen riesen Euter gesehen, den die da unten hängt hat? Hier ist Mama Bärenkopf. Das war kein Euter. Das war ein riesiger Bärenäuter. Ja, gut, du kannst ja mal melken und gucken, wann die Milch kommt. Bevor ich sie abschlachte, werde ich sie melken. Guck mal hier, ich nehme nochmal so ein Dodo-Ei mit, ein Dodo-Egg. Stecke ich dann direkt mal in den Dodo-Einsaft da rein, hier drüben. Guck mal hier, zack, Ei entsaftet. Zack, dann oh, Creme. So eine Creme. Eine ordentliche Creme Brûlée. Ja, ich schmier's dir auf die Vorhaut und dann bist du gesund. Creme Brûlée. Alter, wir lutschen aber auch Sprit. Wir lutschen Sprit, du. Ja gut, das ist besser als Holz. Das kostet Geld. Den ja, aber kostet. Das kostet. Und wenn du dann noch dein Riesencasino haben willst, wieder und so mein Scheiß. Mein Riesencasino. Ja, du hast ja gesagt, du willst die Tiere ausbeuten und irgendwie die Laufkundschaft. Ich weiß doch gar nicht, ich wollte so einen kleinen Laden eröffnen halt, ne? Ja, so einen kleinen Krämerladen. Ja, Krämen. Wir bräuchten, glaube ich, davon noch so 1, 2, oder? Was meinst du? Ja. Weil jetzt, also, wo wir hier halt anfangen, langsam das Tierbordell in die Wege zu leiten. Warte mal, hier ist so Essen und Trinken, der Reiniger. Wir brauchen Kunststoff und mehr Glas. Hier ist noch ein bisschen Kupfer. Wo ist das Glas? Ganze Glas hin? Müssten wir nicht voll viel Glas haben? Im Gebäude drin. Der Hai frisst wie das Boot. Aber Glas. Ah, zack. Glas. Hab ich ihm gegeben. Und Plaste. Aber sollen wir das nicht auch mal woanders hinstellen? Irgendwie das Wasserding vielleicht? Das ist ein bisschen zugänglicher. Ja, können wir machen. Allgemein, der Tisch ist jetzt auch unnötig. Den brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Ne, stimmt. Tisch ist unnötig. Oh, ich brauche noch Planken. Wir können auch mal wieder ein bisschen Fleisch hier auf dem Grill. So, damit hier auch mal wieder ein bisschen gebrutzelt wird. Die Wings, best of Wings. Ich habe auch noch Wings in der Tasche. Ich brauche ein bisschen Plastik noch zum Bauen. Kokosnuss, Sprit. Glibber. Na, hier in der Kiste ist doch alles so ein bisschen drin. So, sind wir auf Kurs. Du weißt ja, die Insel ist mysteriös.
Mal hat man sie, mal nicht. Ja, ist doch so. Ja, nee, guck, wir weichen schon wieder hart ab. Kann das sein? Ist das auch noch eine Stufe tiefer eigentlich? Nee, ne? Hä? So, schade. Hier rüber. Weißt du, was geil wäre? Wenn man das Raft irgendwie so... so kellermäßig, weißt du, was ich meine? So, dass man aus Glas so einen Boden bauen so, könnte. Ja, das wäre so überhaupt geil, oder? Dass man eine untere Etage bauen könnte. Das wäre so geil. Ja, das wäre mega. So, wir sammeln hier mal wieder ein bisschen von allem ein. Wo stellen wir denn das Wasser hin? Keine Ahnung, halt griffbereit. In der Nähe der Plantage. Aber auch, guck mal, hier diese Mini-Grills und so brauchen wir eigentlich auch nicht mehr, ne? Nö, die kannst du eigentlich alle zerstören. Aber die kann man leider nicht zerstören, sondern nur entfernen und ins Meer werfen, was auch irgendwie schade ist. Du kannst sie nur ins Meer werfen und sagen, hier. Stehen hier überall noch so Flaschen rum. Ja, irgendwann kreieren wir eine neue Müllinsel. Ja, der Tisch, den kannst du auch wegreißen und ins Meer werfen. Ja, ja. Müll. Kein Platz mehr in der Tasche. Alles Müll hier. So. Zack. Nimm das. Meer. Ich film das jetzt nicht. Was? Ich schau jetzt nicht hin, wie er die Sachen ins Meer werft. Dann ist es auch nie passiert. Kennst du das ja? So ist das Gesetz. Ich hab dich hier mal in die Ecke gestellt. Was ist eigentlich mit deinem Schimmelschuh? Willst du den behalten? Mein Schimmelschuh? Der ist voll gut. Viktor Schimmelschuh? Viktor Schimmelschuh? Mein Name ist Viktor Schimmelschuh. Ich habe sehr stinkende Füße. Oh Mann. Ey, wir spielen seit Tagen nur Raft. Nee, warte mal, da können wir ja gar kein Holz mehr da reintun, fällt mir gerade auf. Ich verliere langsam meinen Verstand. Ich meine, es ist ja fast wie eine Simulation, das Ganze. Wir sind ja wirklich wie ausgesetzt. Ab und wir zu sind wirklich kommen ausgesetzt. Menschen vorbei, schmeißen mir ein bisschen Essen. Ey Gott, jetzt war dieser Forschungstisch in unserem eigenen Netz wieder drin. Ab und zu kommen Leute, schmeißen Essen in meine Zelle hier und dann muss ich weiter lustige Videos machen fürs Internet. Das ist mein Leben, Kinder. Ich hoffe, da ist überhaupt neuer Honig. Vielleicht gibt es ja Honig nur einmal, aber das können die ja eigentlich nicht machen, ne? Können die ja eigentlich nicht machen. Das einmal Honig und... Das wäre echt schon ein bisschen übertrieben eigentlich. Weil dann würden wir nie wieder Sprit kriegen. Never Sprit again. Was hast du mit den ganzen Samen gemacht? Weiß ich nicht, in die Kisten getan und so. Hä, hier ist ein Melonensamen und hier noch ein ganz, ganz bisschen Ananas. Ich weiß nicht, ob ich noch was in der Tasche habe. This is so sad, my friend. So sad. So sad. So. Na, langsam wird's ja wenigstens ein bisschen ordentlich hier auf dem Raft. Ja. Wenn wir bei Balboa sind, werden wir Mutter töten. Wir werden Mutter umbringen. Ja. Also ich habe aber noch kein Video gesehen, wo es jemand schafft. Also ich weiß ja natürlich. Überhaupt. Ich werde Mutter töten. Töten werde ich sie und ich werde eine köstliche Suppe aus ihren Augen zaubern. Ich werde aus ihren Nasenflügeln eine schöne Badekappe bauen. Achtung, wer bin ich? Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Fortnite! Ja, und heute bin ich nicht so emotional, okay? Weiß nicht, wer ich bin. Ich, da gibt's viele. Oh, der heißt tot, aber wir schwimmen zu schnell davon. Nein! Nein! Das wir gute Fleisch! Gott sei Dank, so schnell. Das gute Fleisch! Ich glaube, ich habe gerade gehört, wie dein Ei gelegt hat. Das hat so. Ja, alles abgestreift hier. Du bist dir sicher? Ich meine, Dodos, also Vögel geben keine Schokoladeneier, das ist dir schon bewusst, ne? Ja. Also, die Natur... Alter, der ist dreist, der wollte sich auf mich draufsetzen. Wer? Der dachte, ich wäre Steve. Die Möwe. Was? Oder hat dich für einen Piraten gehalten? Ich habe nur ihren Schatten gesehen. Na hier, zack, wieder ein bisschen das Beet benetzen. Kotelett schlappern. Nom, 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 das schmeckt. Oh. Kommen wir bei Boa näher?
Nee, Sprit, aber ist bald alle. Ja, das ist nicht gut. Ja, wir müssen es auch so 930. Give me the honey, baby. Milk and toast and honey. Wie in Wicker Man. Not the bees, they all for honey. Warum ist in meinem Kopf jetzt direkt wieder Three Tortadas and a Soda Pop? Wie ich sag ja. Three Burritos. Wir spielen das zu lange. Wir spielen das zu lange. Ich habe jetzt Nicolas Cage im Kopf. Come with me. Not the bees, not the bee. Ah, ich liebe alle Filme von ihm, alle. Ja, Riesenfan. Aber mein absoluter Lieblingsfilm von Nick Cage ist Con Air. Ja, Con Air ist absoluter Lieblingsfilm. Einfach ja. So geil, der Film. So wobei geil. Welchen Film ich auch sehr gerne gucke, ist hier der, wo er hier aus der Hölle, um seine Tochter zu rächen, da, zurückkommt. Wie heißt er denn? Aus dieser der geile Hölle? Ja! Er ist doch eigentlich in der Hölle und kommt dann zurück und dann jagt ihn doch dieser Buchhalter. Ich bin der Buchhalter, sagt er immer. Dieser. Du meinst Drive Angry? Ja, ja! Ja, genau. Der war in Ordnung. Aber es ist nicht einer seiner besten. Ich find den aber so super cool wegen dieser. Also nicht wegen Nick Cage selbst, sondern halt wegen diesem Amber Buchhalter. Amber Heard, die verdammt geil da aussieht, das. Stimmt. Ja, gut, das stimmt. Also auch. Ich kann Johnny verstehen. Ist sehr hübsch. Ich kann Johnny verstehen. Ist hübsch. Guck dir dieses Ding an. Die Rolle hätte ich auch nicht abgelehnt. Ja, klar, ich hatte. Leider war es ja seine Tochter, also durfte er nicht mal drüber. Er wollte das Skript ja noch umschreiben, hat gesagt: Na, muss sie meine Tochter sein? Kann sie nicht irgendwie eine Cousine sein? Ist ja legal. Nee, aber ist sie denn. War sie denn nicht seine Tochter? Nein. Seine Tochter wurde doch getötet von dem. Ach so, stimmt. Ja, ich habe den nur einmal gesehen. Echt? Ja, ich habe den nur einmal gesehen. Alter, der Buchhalter, ich finde den so gut. Das ist ja der Typ, der hier. Oh, die Insel! Balboa voraus! Balboa! Balboa! Der Buchhalter ist ja der Typ Mahone, oder hieß er nicht Mahone aus Prison Break? Der Mahone? Der war ja da auch dabei, Agent Mahone, der FBI-Agent. Ja. Den fand ich so geil. Am Anfang war der halt dieser scharfsinnige. Geil, ja, das ist ein cooler Typ. Der macht doch bei Shooter mit, bei der Serie da mit Ryan Philippe. Er ist einfach ein geiler Typ, weil er auch so ein specht-ähnliches Gesicht hat, ne? Ja, ich weiß nicht. Dazu hat er irgendwie so eine komische Art, seinen Kopf zu bewegen. Wie so ein Vogel ein bisschen bewegt er sich. Ist ja, so dieses Knicken. Ja, immer, so er knickt immer so und hat so ruckartige Bewegungen. Ja. Und das passt halt aber auch so geil in diesen Buchhalter. In so Verwaltungsrollen passt er gut rein. Ja, Anzug halt. Du ziehst ihm so einen Anzug an und irgendwie ist dieses Seriöse, aber doch durch seine, irgendwie dieses leicht Verrückte und Lockere. Ich weiß nicht, der hat einfach einen guten einfach Charakter. Er hat irgendwie geilen Style. Und wie er diesen Typen dann bei Drive Angry an die Wand nagelt und dann noch fragt, mit welchem Auto sind sie unterwegs? Ja, mit dem so und so. Und dann 440 wie oder Heli? Wie hieß denn nochmal dieser ganz unbekannte, aber extrem krasse Film mit Nicolas Cage, wo er ein Krankenwagenfahrer war? Der hat ja sogar, Martin Scorsese hat den sogar gemacht. Wie hieß der denn nochmal? Der war so krass, der Film. Der war heftig. Als er da diesen Neugeborenen irgendwie da in die Intensivstation fährt. Er war grob, der Film. Wie hieß der denn nochmal? Boah, Alter. Keine Ahnung. Es ist echt schwer, darüber nachzudenken gerade. Aber der war. Den kennt keine Sau. Ja, aber der war grob. Ah, Mann. Und der war richtig. Ich weiß es nicht. Walking Dead. Nein, irgendwas mit. Ja, aber sowas könnte sein. Ja, doch, sowas könnte sein. Oder bring up the dead oder Bringing out the dead oder irgend sowas. Bringing out the dead oder so. Ja. Geiler Film. Extrem geiler, total unterbewerteter Film. Ja, das geht halt an vielen vorbei, ne? Wenn Marvel nicht draufsteht und ja, oder so, so dann ist es leider, ja. Verlieren die meisten die Lust. So. Ey, die bringen ja einen neuen Spawn-Film, ne? Weil ich bin ein riesen Spawn-Fan. Spawn ist einer meiner absoluten Lieblings-Comics immer noch. Und anscheinend dreht es sich aber im Fokus gar nicht um Spawn, sondern um die beiden Detectives aus dem Spawn-Comic. Okay. Was ich irgendwie total scheiße finde. Die Fans warten wie lange jetzt? 22 Jahre oder wann der erste da kam?
Naja gut, du weißt aber halt nicht... 90, 97, sowas die Richtung. Nur weil der Fokus jetzt auf der... vielleicht auf der eigentlichen Nebenfigur liegt, heißt es ja nicht, dass der Hauptzorn vielleicht verloren geht, ne? Muss man dann abwarten. Ja, hoffentlich. Ich meine, meine Hoffnung... Hier, Todd McFarlane macht ja selbst Regie, glaube ich. Und er hat, glaube ich, noch nie Regie geführt. Also, bin mal gespannt. Aber ich mochte den alten Spawn. Den hat auch jeder scheiße gefunden, aber ich mochte ihn. Ich fand den geil. Mit dem Clown. Ja. War schon cool gespielt auch. Ja, das ist halt wie, ne, sag ich mal auch so, du hast immer so viele Möglichkeiten, gewisse Filme gut oder schlecht zu finden. Ne, so wie bei, so bei Punisher, weißt du, da hast du dann verschiedene Schauspieler oder so und verschiedene Filme und verschiedene Zeitspannen und dann kannst du dir den Lieblings raussuchen, so. Aber ich fand Thomas die alle Jane, gar nicht mal so schlimm. Thomas Jane, Mann. Ich hab den geliebt als Punisher mit John Travolta. Ja, ja. Ja, das ist eh Travolta, hallo. Gut, wir sind da. Nee, wir sollten nochmal schlafen gehen. Wir sollten nochmal schlafen gehen. Wie spät ist eigentlich? Also, nicht wie spät, das weiß ich auch nicht. Wir haben Dezember, ne? Dezember haben wir gerade. Dezember, ja, ich glaube ja. Schon. Nee, also, frag mal, wie lange? Mein Handy, ja, da steht Dezember drauf. Wie lange nehmen wir überhaupt auf? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, irgendwann verlierst du es halt, ne? Nein, ich meine, wie lange geht die Folge? Ach, die Folge geht 16 Minuten. Ah, okay, dann haben wir noch Zeit, den Bären zu besuchen. Weißt du, was wir uns hätten machen müssen? So ein bisschen Dodo-Clipper. Du solltest dir vielleicht mal ein Aufnahmeprogramm aus dem Jahr 2000, wenigstens 17 holen. Dann kannst du, dann weißt du wenigstens, wie lange du aufnimmst. Nein, ich weigere mich. Bei mir steht zum Beispiel jetzt, ja, also ich kann sehen, wie der Ton ist von beiden. Ja, ich sehe, okay, ich weigere mich. X11, ich sehe 16 Minuten 28, ich sehe, ich habe nur noch 68 GB. Ich und weigere es mich. Meldet sich sogar schon, ja. Es ist so praktisch, sowas zu haben. Nee, aber nicht bei mir. Du brauchst nicht mal mehr rendern danach. Ja, aber nee, nicht bei mir. Bei mir wird noch, dir das instant ins Format. Bei mir, bist du schon auf der Insel? Ja, also... Oh, der Hai wollte mich außerhalb des Wassers. Er hat sich weiterentwickelt. Evolution. Alter, Evolution, auch so ein geiler Film, ne? Ja, Evolution ist geil. Evolution ist so ein geiler Film. So Filme fehlen mir. So Filme, die irgendwie... Wo keiner drüber nachdenkt. Ja. Wobei dieser Nachbarschaftswatch war, fand ich jetzt nicht so mega gut. Irgendwie wie Nachbarschaftswatch. Mit Ben Stiller. Ja, waren das nicht alles dieselben Schauspieler quasi fast? Nee, Evolution war David Duchovny. Ach, stimmt. Das ist doch mega geil, der Film. Den fand ich Hammer. Und hier dieses Neighbor Watch, was du meinst, ist es nicht mit der, mit wo Adam Moss Sandler spielt? Glaube ich. Und nicht Adam Sandler, Ben Stiller. Und hier. Ja, genau. Ding, Vince Vaughn. Ja. Guck mal, ich höre hier ihn schon kauen. Ist es direkt? Wie lange schlägt er denn? Wir waren Wochen unterwegs und er. Nein, wir müssen irgendwie Station 6, sonst verlaufen wir uns eh wieder. Und wir brauchen halt Honig. Viel Honig. Wir brauchen süßen Honig. Hast du eine Axt dabei? Ja. Hack mal hier so einen Baum weg. Ob das geht. Hack mal dagegen. Nee. Müsste ja nicht irgendwie jetzt hier so rum sein? Das Kauen wird immer lauter. Ja, hier. Beware of the bear. Was ist, wenn wir hier oben drauf gehen? Den muss man doch töten können. Ja, aber hier haut er uns doch direkt einen in die Fresse. Guck mal, der lässt sich aber auch gar nicht stören, ne? Der gönnt sich. Nee. Ja, das gehört ja zur Mission quasi, dass du den Bären ablenkst. Aber man muss ihn töten können. Man muss. Warum muss man ihn töten können? Das. Ich schieße jetzt auf ihn drauf. Achtung. Der wird hier hochkommen. Ja, wir können ja zurücklaufen. Ja, er kommt hier hoch. Ja, er hat mir auch direkt einen in die Fresse gehauen. Oh ja. Den kann man, denkst du echt, den kann man nicht töten? Weiß es nicht. Warte, ich schieß mal von, kann ich den denn von hier überhaupt treffen? Ja, man trifft den von hier. Ich bin schon wieder fast tot. Au! Und jetzt geht er wieder zurück. Das gibt's doch nicht. Es gibt eine Trophäe dafür, also ein Achievement. Deswegen, man muss ihn irgendwie töten können. Wow! Und der schlägt mir ins Gesicht. Ja, geil. Und ich bin auch tot. Alter, das gibt's doch nicht. Oh, ich hab gerade so überlebt. Gerade so überlebt. Schnapp dir meine Leiche. Ja, die Folge ist jetzt eigentlich auch durch, oder?
Ja, und wo haben wir angelegt? Scheiße, am anderen Ende, ne? Was? Nee, wir müssen an ihm vorbei, an dem Beware-Schild. Na gut, die Folge ist durch. Wir schauen uns mal an, ob man den irgendwie töten kann. Bis zum nächsten Mal und tschüss! Wiedersehen!